eine spezielle Tomate? Ja, ist die Simmer-Tomate, die ich ausgehe. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich die Ernährung, meine lieben Freunde. Wir stehen in meiner Küche und heute gibt es auch ein geiles Rezept. Es ist auch ein geiles Rezept, also günstig, einfach, integrierbar in die Fitnessernährung und unglaublich lecker. Aber es ist noch viel mehr ein Einblick in meinen Tagesablauf, ein Einblick in meinen Tag. Dieses Rezept, was eigentlich kein wirkliches Rezept ist, esse ich täglich. Und ich möchte euch das vorstellen. Ich möchte euch wirklich authentisch zeigen, wirklich. Also Mara lacht auch immer, weil Mara fragt, soll ich dir was kochen? Und ich sage, ich möchte lieber das essen. Das ist wirklich so mein absolutes tägliches Lieblingsrezept. Ich habe mich noch nie daran satt gegessen. Das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr, sehr liebe. Es hat unglaublich tolle Nährwerte. Und ich werde euch kurz, ganz, ganz, ganz kurz dazu erklären, warum das für mich so toll ist. Ich liebe Brot. Ich liebe Brot, ich liebe Brötchen, so wahrscheinlich so wie jeder von euch. Auch im Restaurant oder so. Ich freue mich meistens mehr auf das Brot als auf so eine Hauptspeise oder so. Ich finde Brot einfach ganz, ganz, ganz toll. Ich habe aber irgendwann wirklich aufgehört, Brot zu essen. Warum? Weil ich große Mengen von Gluten einfach nicht gut vertrage. Ich halte nicht so viel von Weizen, insgesamt von Getreide halte ich nicht so viel. Warum? Oben verlinkt. Solltet ihr auch mal versuchen, darauf zu verzichten. Ansonsten liebe ich Brot immer oder liebte ich Brot immer mit Butter. Diese Kombi Brot und Butter ist auch nicht so gut. Dann kam da meistens noch Käse oder Wurst drauf. Das sind kleine Kalorienbomben und ich kann unglaublich viel davon essen. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, nein, wir hören auf. Ich liebe aber trotzdem, und jetzt kommen wir einfach zu meinem Tag. Ich möchte ganz, ganz kurz die Vorgeschichte erzählen, warum das so wichtig auch für mich ist. Wir sitzen dann meistens um ungefähr 6 Uhr mit unserer Kleinen, mit Mara, am Tisch. Und da ist einfach schön dieses Abendbrot, also dieses Ritual, dass man zusammen sich seine Brötchen aufschneidet, dass man sich was schmiert und so weiter. Wir sitzen dann auch über eine Stunde und erzählen über den Tag und so. Und das ist einfach schön, dass nicht einer in der Küche steht und dann gibt es ein Rezept und dann wird das schnell gegessen, sondern dieses Zusammensitzen. Und das ist einfach toll. Und da ist dieses Brot-Brötchen-Thema belegen und wirklich langsam essen einfach was ganz, ganz Tolles. Und es schmeckt einfach auch wahnsinnig gut. Und da haben wir irgendwann wirklich angefangen, uns eben Gebäck selber zu machen. Und ich zeige euch heute wirklich das Einfachste. Viele denken, ja, ich backe doch nicht selber, ist doch einfacher, wirklich sich was zu holen. Nein, es ist das einfachste Brötchenrezept und die Brötchen schmecken wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Probiert es bitte aus. Jeder, der Brot und Brötchen mag, das ist das einfachste Brötchenrezept, das ihr machen könnt. Auch mit das günstigste und mein Belag sorgt dafür, dass es eben keine Butter ist, sondern dass wir auf eine richtig tolle Eiweißmenge kommen und schmeckt wirklich. Das ist dieser Belag auch, den esse ich jeden Tag. So, direkt. Kommen wir wirklich mal zu den Zutaten. Einmal für die Brötchen und mein Belag ist einfach, ich komme erstmal zum Belag. Körniger Frischkäse, hier mein absoluter Geheimtipp. Der hat damals auch, guckt euch auch den Test an, der hat damals den Testsieger bei uns geholt sozusagen beim Körniger Frischkäse, aber da gibt es jetzt eine Proteinvariante von. Ihr wisst, sonst halte ich da nicht so viel von, der hat ein bisschen mehr Protein, aber der ist besser, weil er fester ist. Der ist noch ein bisschen fester und ich finde auch vom, das ist mein absoluter Lieblings-Körniger Frischkäse. Er ist etwas fester, etwas leckerer tatsächlich auch und hier würde ich euch wirklich den Tipp geben, den mal auszuprobieren. Ansonsten jeder andere Frischkäse geht auch. Und Tomaten. Und auch hier holt euch wirklich mal eine gute, ich sage immer eine Simon-Tomate, weil die so faltig ist wie ich, wirklich mal eine gute Tomate. Wirklich mal in Scheiben geschnitten. Das ist mein Belag. Ein bisschen Salz drauf, fertig. Ich liebe das. Ich liebe diese Kombi. Das auf einem frischen, knusprigen Brötchen. Und auch da probiert das auch mal ruhig mit einem gekauften Brötchen, wenn ihr, aber wie gesagt, macht wirklich mal diese Brötchen. Und ich sage euch jetzt, was ihr dafür braucht und ihr werdet es mir kaum glauben. Wir brauchen 250 Gramm Magerquark, wir brauchen 250 Gramm Haferflocken, 2 Teelöffel Backpulver in etwa, 1,5 Teelöffel Salz, ein bisschen Mineralwasser, 120 Milliliter Mineralwasser und das war's. Das war's. Und wie gesagt, die Zubereitung davon, wirklich, also dass es günstig ist, das muss ich glaube ich auch nicht dazu sagen. Die Zubereitung ist wirklich Haferflocken mit dem Magerquark wirklich zusammenkneten, wirklich zusammen verrühren, ein bisschen warten, bis die Haferflocken ein bisschen durchziehen, ein bisschen weicher werden tatsächlich. Dann Mineralwasser dazu, 120 Milliliter, wirklich sprudelndes Mineralwasser. Das ist tatsächlich wohl wichtig. Mara macht mir die Brötchen immer, deswegen musste ich sie gerade auch fragen. Also Mineralwasser dazu, dann eben das Salz und das Baking Soda hier, das Backpulver.
zusammen wirklich einen kleinen Schluck Mineralwasser, also das Ganze auflösen. Dann kommt das oben drauf, das Ganze gut verkneten und wie gesagt, die Menge reicht für 6 Brötchen. Meine Portion ist, ich berechne euch gleich, für 2 Brötchen. Aber wie gesagt, daraus macht ihr euch 6. Und Backofen gut vorheizen auf 220 Grad. Ja. Auf 220 Grad gut vorheizen, Ober-Unterhitze, das Ganze 6 Brötchen formen und das Ganze kommt dann in etwa für 22 Minuten, also es war jetzt wirklich genau 22 Minuten in den Backofen, dann holt ihr es raus und dann ist das Ganze fertig. So, deswegen, also jeder, der sagt, das ist zu aufwendig oder zu schwierig oder zu komplex, überhaupt nichts. Ihr braucht keine Maschine, ihr braucht gar nichts, ihr braucht keine besonderen Lebensmittel, das hat wirklich jeder zu Hause. Macht es einfach mal. Ihr habt alle Magerquark, ihr habt alle Haferflocken, macht es bitte einfach mal nach. Ihr werdet echt begeistert sein. Danach, wie gesagt, schneidet das so ein kleines Schnitzchen rein. Danach holt, lasst diese ein bisschen abkühlen, schneidet durch und es schmeckt wirklich unfassbar gut. Das Ganze wird dann bei mir immer belegt mit ich habe, wie gesagt, 2 Brötchen, also 4 Hälften. Ich schneide mir da auch mal so Hälften, dann esse das Ganze. Tomate haben wir ungefähr 50 Gramm berechnet oder so. Von so einer großen ist es so 2/3 Tomate ungefähr. Spielt auch nicht so die Rolle. 150 Gramm von dem Körnigen Frischkäse. Das wird verteilt auf die 4 Hälften. Tomate drauf, ein bisschen Salz und es ist einfach unglaublich lecker. Und wenn ihr jetzt denkt, doch, das ist wirklich mein absolutes Lieblingsrezept für wirklich fürs Abendessen. Schmeckt unglaublich gut. Und wenn ich euch jetzt die Nährwerte verrate, dann werdet ihr noch mehr verstehen, warum das so gut ist. Deswegen, wir haben auf meine ganze Portion, auf 2 Brötchen mit dem Ganzen, kommen auf ungefähr 500 Kalorien. Wir kommen auf 45 Gramm Eiweiß, das ist unglaublich viel, das ist eine ganz, ganz tolle Portion. Recht wenig Kohlenhydrate, 59 Gramm Kohlenhydrate und so gut wie kein Fett, 7 Gramm Fett. Die Nährwerte sind absolut genial. Und wie gesagt, wenn wir beim Geil-Thema sind, das L ist einfach bei mir ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Und ich glaube auch durch dieses Zusammensitzen und dieses Abendbrot-Thema absolut genial. Probiert es bitte mal aus. Macht euch Brötchen selbst. Für alle Brötchen, für alle Gebäckliebhaber. Es ist so einfach und so leicht nachzumachen. Deswegen nachmachen, meine lieben Freunde. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut auf Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements Body Nutrition, die besten am OMBFUR. Bis dahin, euer Sieben.